Hallo und herzlich willkommen bei unserer Kochshow. Ich heiße Eva Birngruber und heute machen wir Kürbistortelloni. Wir waren kürzlich in Norditalien, genauer gesagt in der Emilia-Romagna, und da haben wir ganz fantastische Kürbistortelloni probiert. Da wäre der passende Wein dazu ein Albana di Romagna. Das ist ein DOCG-Wein, der ist super. Und ich hätte dem Josef aufgetragen, mir in Wien eine Flasche dieses Weins zu kaufen. Er hat es aber vergessen. Das ist blöd, aber so schlimm ist es nicht. Wir trinken jetzt dazu einfach einen Rosé von der Provence. Das passt ganz bestimmt. Und passend dazu habe ich auch meinen Pullover angezogen. Und anhand dessen kann ich euch auch die Rebsorten zeigen, die dort drin sind. Also es ist einmal drin Grenache. Sasso steht nicht oben. Syrah. Der ist da. Und Tibura, der steht auch nicht um. Bin schon gespannt, wie der Wein schmeckt. Schaut's mal, hier stehen die Überreste einer Torta della Nonna. Das ist eine der beliebtesten Süßspeisen in Italien. Da haben wir auch eine gegessen kürzlich und ich habe mir gedacht, das muss ich ausprobieren. Und die schmeckt so gut, dass es das Video dazu nächste Woche gibt. Bitte das Backrohr vorheizen auf 180 Grad Umluft, weil wir werden den Kürbis nämlich im Ofen backen. Ja? Ich finde, da ist er aromatischer, als wenn man so gart. Siehst du, den brauche ich noch. Und ich werde gleich den ganzen Kürbis garen, weil das Backrohr schon mal an ist und weil es halt auch dann energiesparender ist, als wenn ich da jetzt zweimal umeinander durch, ja. Auch wenn ich das jetzt gar nicht alles brauche. Die Kerne, die schneide ich raus. Die könnte man, wenn man eine Suppe macht, könnte man die natürlich mitverwenden. Aber in unserem Fall können wir die jetzt nicht brauchen. Den Kürbis, den schneide ich in Spalten. Und dann lege ich die mit der Schale auf das Backblech. Ich mache das mit der Schale, weil denke ich mir, dann trocknet er nicht so aus. Gell? Und für die Tortelloni werden wir die Schale dann aber entfernen. Tortelloni sind die große Tortellini. Ja? Und Tortelloni werden oft vegetarisch gefüllt. Bei den Tortellini, die ist das meistens ein Fleisch dabei. So, jetzt haben wir das gut gemacht. Jetzt muss ich mal kurz die Hände waschen. Und wir werden den Kürbis jetzt noch mit Olivenöl einstreichen, bisschen salzen. Und dann, sagen wir mal, 20 bis 25 Minuten im Ofen backen, muss man halt rechtzeitig einmal nachschauen, gell? Wir brauchen für die Tortelloni einen Nudelteig. Schaut mal, hier oben zeige ich euch ganz genau, wie das funktioniert. Und jetzt in aller Kürze, wir brauchen 500 Gramm Mehl, 5 Eier und die werden zu einem festen Teig verknetet. Das dauert relativ lange, also 10 Minuten musst du schon ordentlich kneten. Und anschließend werden Platten ausgerollt, dünne Platten. Und wenn wir das haben, werden wir die Tortelloni füllen. Ich habe den weichen Kürbis, also den weich gebackenen Kürbis von der Schale und auch von eventuell braunen Stellen befreit. Gell? Und jetzt müssen wir den irgendwie zerkleinern. Pürieren will ich ihn nicht, das ist mir zu flüssig. Ich presse ihn durch so eine Kartoffelpresse durch. Hoffentlich überlebt die das. Das wäre nicht die erste Kartoffelpresse, die ich zerstört habe. Na, schaut gut aus. Und ich glaube, ich nehme jetzt doch den ganzen Kürbis, weil ich es irgendwie nicht abschätzen kann von der Menge her. Und wenn was übrig bleibt, dann mache ich halt bald wieder Tortelloni oder ich friere es ein. Gell? Schaut, ich habe den Kürbis klein gekriegt und auch die Presse hat es überlebt, das ist doch fein. Jetzt würzen wir mal mit Pfeffer,
Salz, da gebe ich, einen halben Teelöffel kann das schon vertragen. Muskatnuss, habe ich mir gedacht, passt gut. Und was ich in einem Rezept gelesen habe, Amaretti, diese trockenen Kekse, die haben ja die Italiener öfters rein. Könnte ich mir jetzt eigentlich auch gut vorstellen, haben wir aber nicht. Wir haben gar keine Kekse. Doch, haben wir schon. Und außerdem, die Torta della Nonna, das ist jetzt nur mal ein winziges Stück halt da. Mein Gott. Also, Muskat ist auch drin. Dann brauchen wir Parmesan. So, sagen wir mal, 3 bis 4 Esslöffel. Und ein Eigelb. Da gebe ich jetzt nur das Eigelb rein. Aus dem Grund, weil das Eiweiß, das verwende ich dann, um die Tortelloni zusammenzukleben. Ich habe zwar schon ein Eiweiß übrig von gestern, von der Torta della Nonna, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das langt. Ja. Und Semmelbrösel. Semmelbrösel, da tue ich jetzt auch, sagen wir mal, so 2 Esslöffel rein. Und dann schauen wir, ob die Masse fest genug ist. Aber ich denke schon, weil, wenn ich mich erinnere, die Ravioli, die habe ich mit so Ziegenkäse gefüllt. Das war jetzt auch nicht eine feste Masse, sondern schon eher was Weicheres. Gell? Wunderbar. Ach Gott, ich freue mich so auf die Tortelloni. Und da kommt ja noch eine Salbeibutter dazu. Das ist ja Salbeibutter. Das ist ja das Allerbeste. So, jetzt probieren wir das gleich mal. Leute, das ist gut. Der Muskat schmeckt wunderbar dazu. Ein bisschen Salz brauche ich noch. Und noch mehr Muskatnuss. Gut. Und jetzt werden wir uns dann ans Füllen machen. Jetzt schaut mal, wir haben hier die Teigbahnen und ich schneide so Quadrate aus 10 cm. Ja? Da habe ich da so eine Fliese, so einen Untersetzer. Den bemehle ich immer ein bisschen und dann habe ich da ein wunderbares Maß. Dann wären sie so in etwa halt auch gleich groß. Ja? Gut, jetzt zum Füllen. Da kommt so in etwa die Größe von einem Eigelb, kommt Fülle drauf, vor einem großen Ei. Ja. Und wichtig, die Ränder, die müssen wir mit Eiweiß bestreichen. Heute passt mein Pinsel zur Fülle. Ein Handtuch, wo man sich immer die Hände reinwischen kann, ist auch wichtig. Und jetzt mit bemehlten Fingern so übers Eck zusammenklappen. Dann die Ränder gut andrücken. Richtig gut andrücken. Weil das ist halt ein bisschen eine Fieselarbeit, gell? Aber ich finde, das ist halt einfach richtig toll, wenn man das dann essen kann. So, und jetzt schaut mal, jetzt nehme ich das so in meine Hände, dann drücke ich da die Ränder so ein bisschen nach oben und über hinten falte ich die Ecken so ein und drücke das da gut aneinander. Ich habe schon ein Probetortelloni gekocht und das ist wunderbar geworden. So, jetzt machen wir das alles fertig, dann kochen wir die Teile, machen uns die Salbeibutter. Und dann kommt der versprochene Glitter und Glamour. Ich habe Nudelwasser zugestellt. Das werden wir jetzt kräftig salzen, weil ich ja den Nudelteig gar nicht gesalzen habe. Also da gebe ich jetzt 2 Teelöffel Salz rein. Und dann drehe ich ein bisschen zurück, dass nicht sprudelnd kochen. Reden kann ich auch nicht mehr, sondern so vor sich hinsimmern. Gell? Wunderbar. Oh, so fein. Das ist zwar wirklich
ein Haufen Arbeit, aber das lohnt sich. Man kommt sich einfach meisterlich vor, wenn einem sowas gelingt. Die lasse ich jetzt 5 Minuten drin und in der Zeit bereitet man die Salbeibutter vor. Gut, frischer Salbei war halt noch viel besser, gell? Ich habe keinen gekriegt. Ich hätte noch in ein paar Geschäfte laufen müssen wahrscheinlich. Ich nehme jetzt einen getrockneten. Das funktioniert auch. So. Naja, da werde ich jetzt mein Butter nicht sparen. Dann nehme ich jetzt für 3 Personen, wie viel nehme ich denn da? Ich schätze jetzt mal, na, das ist ja doch ein bisschen viel, 75 Gramm Butter. Geschätzt, okay. Und den lassen wir zerlaufen. Und dann so ein bisschen aufschäumen, bis er bräunlich wird, so nussig eben. Und dann kommt der Salbei rein. Fantastisch. Anlässlich der 1000 Abonnenten habt ihr Glitter und Glamour verlangt. Das freut den Josef besonders. Wir tun, was wir können und haben verschiedene Outfits anprobiert, mit denen wir eben diesen festlichen Anlass dann heute begehen. Schaut euch das an, was da alles dabei ist. Ob so oder so oder doch so. Aber wir haben uns jetzt für dieses Outfit entschieden. Bisschen schwierig mit den hohen Schuhen. Josef, kimmst du bitte, Essen ist fertig. Gerne. Sag mal, wo ist jetzt dein Glamour-Outfit geblieben? Ich habe meinen Schummelzettel mitgenommen, damit ich endlich beim Wein mich auch so gut ausgehe. Dass du glänzen kannst. Ja. Das ist übrigens mein Pullover. Ja, macht nichts. Aber ich verwende ja auch oft Sachen von dir. Also du kannst wirklich alles tragen, Josef. Danke. Der Andreas hat schon recht gehabt. Nein, ich hoffe, wir können es dem Andreas und auch der Lene recht machen. Weil die haben nämlich Glamour und Glitter verlangt, anlässlich unseres 1000 Abonnenten-Jubiläums. Für Glamour und Glitter ist sie zuständig. Ja, genau. Ich bin für Blut und Tränen schwer. So, nachdem du vergessen hast, den Wein zu kaufen in Wien, ich sag's jetzt nochmal, ich schmier dir das nochmal aufs Butterbrot, müssen wir jetzt einen Rosé trinken. Aber das ist. Was für ein das Elend. Elend könnte schlimmer sein, gell? Ja. Rosa steht da wirklich gut. Danke. Das erste Mal in 17 Jahren, dass ich was vergessen habe. Ja, genau. Mein Gott. Also, dann kannst du jetzt einmal uns die Rebsorten sagen, die in diesem Rosé da drin das sind. Das da und das da. Grenache, Syrah, Sanson und die dritte, die kenne ich nicht. Die heißt, wie heißt die? Wo steht das? Da steht sie hinten drauf. Tiburin. Du schummelst. Ja, es ist praktisch, wenn es hinten umsteht. Ach, herrlich, Josef. Prost. Nein, da kann man jetzt nicht viel sagen, gell? Das ist so ein typischer Rosé von der Côte de Provence. Fruchtig, feinfruchtig. Ach, leichte, dunkelbeerige Anklänge. Und am Gaumen. Feine Säure, nicht zu viel. Wieder eine schöne Frucht. Ja, sowas mag ich gern. Ah, herrlich. Gut, und jetzt lassen wir uns unsere Tortelloni schmecken. Können wir noch ein bisschen näher ranrutschen? Danke sehr. Ran ans Essen. Ach, das lass das schmecken. Ein bisschen an Parmesan nehmen wir noch drüber. Also das ist ein Asmonte. Der ist nämlich nicht mit Lab gemacht. Oh, ich bin gespannt, wie sind's? Hervorragend. Ich habe ja hinter der Kamera schon gekostet. Aha. Sehr gut. Mhm. Wunderbar. Mhm. Wobei ich sagen muss, ein bisschen Amaretti-Aroma, das wird da jetzt noch wirklich gut reinpassen, so wie sie es in Italien machen.
von diesen Keksen, da weißt du schon. Wirklich. Amaretti. Amaretti. Amaretti, ja. Mm. Ich bin stolz, dass uns das so gut gelungen ist. Ja. Hm. Die Tortelloni sind halt dankbarer, weil die größer sind als die Tortellini. Hey, wenn du das aber machst, bist du ein armer Hund. Ja. Ah. Hm. Wunderbar. Uns schmeckt es hervorragend. Probiert das aus. Es ist so ein befriedigendes Gefühl, wenn man sowas Gutes selbst gemacht hat. Ich bedanke mich bei euch für eure zahlreichen, liebenswerten Kommentare, die so wertschätzend sind uns gegenüber. Das ist auf die nächsten 1000 Abonnenten. Ja, auf die nächsten 1000 Abonnenten. Aber so viel Glitzer und Glamour, das gibt es erst wieder bei 10.000, okay? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Na fein. Dann sehen wir einander nächsten Freitag wieder. Da gibt es dann wahrscheinlich die Torta della Nonna. Die passt auch sehr gut. Ja, dazu. Auch von der Italienreise mitgebracht. Ja, fein. Dann bis bald und pfiat euch. Arrivederci. Muss Ciao. Ich da einen Wein dazu kaufen zur Torta della Nonna? Nein, Nonna. Da habe ich schon ein Prosecco lagert, oh. Josef. Gell? Hm. Fantastisch.